So, was machen wir jetzt noch am Ende, den Anfang von nächster Woche? Weil wir ja wir sind sozusagen ja im Luxus, dass wir ja hier Videos gucken können, wie wir fröhlich sind. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, noch einmal ja, mit Machine Learning anzufangen und uns nochmal eine Präsentation hier anzuschauen, die ich mal gemacht habe. Die kommt auch aufs Blackboard, können Sie da nochmal reinschauen. Das heißt, wir wollen jetzt anfangen mit Machine Learning. Das heißt, was war nochmal der Unterschied? Was war eben gerade? Eben gerade haben wir nochmal verstanden, was Prädiktion ist und warum das hypothesenfrei ist, weil wir gar keine Hypothese haben. Wir können hier natürlich jederzeit Fit Summary machen. Das geht. Da kriegen wir Hypothesen raus. Ob die Steigung, ne? Aber das brauchen wir hier gar nicht. Die Hypothese ist ja dann, ist die Steigung und ist da ein Effekt und so, das ist ein kausales Modell. Das kann ein GLM, aber nicht ein Random Forest Modell. Bringen Sie nicht Prädiktion mit kausalem Modell durcheinander. Nur weil ein generalisiertes lineares Modell per se immer kausal kann. Ne, Sie haben ja den Dreiklang. Summary, ANOVA, Predict. Natürlich können Sie alle drei Informationen rausziehen, aber aus einem Random Forest, also aus einem Machine Learning Algorithmus, können Sie nur Prädiktion machen. Da gibt es keine P-Werte. Kann es ja gar nicht geben. Weil Sie ja keine Gerade irgendwo durchlegen. So, und deshalb hier nochmal die Slides, die Ihnen nochmal vielleicht helfen, um das Ganze so ein bisschen einzuführen. Es gibt diese Präsentation basierte auf drei Papern. Eins ist Machine Learning in an Indispensable Tool in Bioinformatics. Also es ist dann Machine Learning Application in Genetics and Genomics ist ein Nature Review und Machine Learning in Genome Annotation a Match Meant to Be. Und ich muss Ihnen gestehen, dass dieses in der Mitte, das Nature Review, ist ein sehr gutes Paper. Abbildungen daraus kommen jetzt hier auch drin vor. Das heißt, da können Sie nochmal drin reinschauen, wenn es Sie interessiert, was ja zu mehr Informationen, wenn Sie in der Anwendung, also das ist ja Bioinformatik, also Machine Learning und Genetics und Genomics machen wollen. Das ist nochmal ein Spezialfall, aber wie schon gesagt, wir können jetzt hier nicht in alle Tiefen gehen. Das geht zu weit. So, Referenzen finden Sie mal unten und Sie kriegen das hier alles. Paper lade ich, weiß ich gar nicht. Gucken Sie mal bei sich, wenn ich das vergesse, sonst lade ich Sie auf dem Blackboard hoch. So, das ist hier von INSA et al. Eine Übersicht, wo überall Machine Learning eingesetzt wird in der Genetik. Sie ge sehen, erstmal muss man sich überhaupt erstmal erinnern, welche Felder gibt es? Proteomics, Text Mining, System Biology, Metabolomics, Genomics und Evolution. Und zwar aber hier immer noch, wir haben jetzt hier Prädiktionsmodelle. Können wir anhand von Metabolitdaten eine Krankheit vorhersagen? 0, 1. Aber natürlich, können wir einen Expressionsstatus vorhersagen? Also, das heißt, es geht immer, wir nehmen Daten, die wir haben, und wir nehmen Testdaten und dann trainieren wir auf den einen Daten und die anderen, die schmeißen wir rein. Das ist sozusagen Prediction, ne? Protein Location Prediction, Protein-Protein Interaction Prediction, ne? Also es geht eigentlich hier, obwohl es dann nirgendwo überall so deutlich steht, es ist immer ein Prädiktions- oder Cluster-Algorithmus. So. Und das kennen Sie ja schon, Modellbeschreibung hier mal ein bisschen anders. Das ist noch aus meinen jungen Tagen. Da habe ich noch nicht immer so sauber durchgeschrieben. Und wir sagen jetzt, Labels depends on features. Also wir schmeißen Y raus und nennen das jetzt nur noch, und X auch, und nennen das nur noch Features und Feature Space. Und wir wollen immer, das nochmal, ich wiederhole mich. Machine Learning ist, wir wollen was vorhersagen. Ne? Also, wenn Ihnen jemand fragt, ja, oh, ich will mal wissen, was der Effekt von Körpergröße auf Gewicht und möchte das Ganze gerne mit einem Random Forest machen,
Dann sagen sie, hä, wie der Effekt, welcher, es gibt hier keine Effektschätzer. Die Effektschätzer sind da drüben, im kausalen Modell. Da kriegst du deine Effektschätzer her. Wir machen hier Machine Learning, es geht hier um Prädiktion. Du sagst mir, du hast einen Datensatz mit Menschen und mit Größe und Gewicht und ich sage dir, wenn du mir neue gibst, sage ich dir, wie schwer die sind. Also, ne, es geht hier um Vorhersage. Du hast mir ein Set von Proteinen und ich kann dir nicht sagen, ob die Proteine einen Effekt haben oder nicht. Ich sage dir nur, du gibst mir die Proteine und ich sage dir, ob und ich trainiere mein Modell und dann sage ich dir, auf, wenn du mir neue Proteine von unbekannten Patienten gibst, ob die krank werden oder nicht. Ne? Also es ist die Research Question. Das Hypothesenfreie ist hier sozusagen auch das Effektschätzerfreie, faktisch. Da gibt es natürlich auch, das ist erstmal nur die Grundlage. Natürlich ist das jetzt, in dem Sinne haben wir Machine Learning Engel überfahren. Natürlich gibt es auch Bestrebungen, jetzt kausale Modelle zu machen, Machine Learning und das besser zu erklären und so. Ja, natürlich. Gucken Sie sich das an. Wir machen jetzt erstmal hier die Basics, damit auch jeder, wenn sie jemand was fragt, mit auch richtig antworten können. So, Machine Learning deals with Classification. Es gibt de facto keinen P-Wert. Gibt es nicht, gibt keinen P-Wert. Und es gibt Classification und Regression. Und Regression heißt einfach nur, dass die Response Variable kontinuierlich ist. Wenn Sie da jetzt einen Knoten drin haben, habe ich lange gebraucht, bis ich das verstanden habe, dass es einfach nur beschreibt, welche numerische Eigenschaft Y hat. Und Y in dem Sinne das Label. Das ist halt immer noch so ein bisschen verwirrend. Wenn man mit einem harten Machine Learner redet, dann muss man immer ein bisschen aufpassen. Weil der natürlich auch die Sprache der Statistik nicht kann. Ne? Der denkt ja immer, was erzählen wir denn da? Hier nochmal ganz schön dargestellt von Liebrecht aus 2015. Wir haben Trainingsdatensatz, wir haben Testdatensatz, wir haben Data mit Features, ne? Also das sind, also TS, TS, TS ist das Label, das sind Zeilen, sind Patienten und diese Matrix da sind irgendwelche Features, also irgendwelche Genexpressionen. Und da machen wir Machine Learning Algorithmus, daraus kriegen wir ein Modell, nicht nur ein Modell, sondern viele Modelle, das nennt man dann Ensemble-Methode. Hm? Naja, wir könnten ja auch nicht nur eine Regression rechnen, also nicht ein GLM-Modell, sondern ganz viele. Na klar, Rechenpower. Und die, Moment mal, das ist doch so ähnlich wie eine Meta-Analyse. Hat das hier vielleicht doch noch irgendeinen Zusammenhang? Ja, hat's. Ich habe mir doch kurzzeitig was dabei gedacht. Also es ist so, dass auch im Machine Learning sie faktisch Prädiktionen poolen. Sie poolen, bis jetzt haben sie dreimal poolen gelernt. Bei Missing Values poolen sie, bei MICE. Sie poolen bei Meta-Analysen, die verschiedenen Studien zusammen. Und bei Machine Learning poolen sie auch, weil sie nämlich nicht einmal ein Modell rechnen, sondern mehrere Modelle. Muss ja auch irgendwie sein, weil ich ja schon angedeutet habe, dass Machine Learning irgendwie so ein Permutationsverfahren ist. Ja, und dann kriegen sie einen Predict-Algorithmus raus aus diesem Modell und dann schieben sie einen neuen Testdatensatz und kriegen Predict-Labels raus. Und dann können sie diese Predicted-Labels mit den vom Testdatensatz oder vom Testdatensatz vergleichen und gucken und eine 2x2-Tabelle machen. Wenn sie das haben. Wenn sie das hier nicht haben, dann müssen sie mit denen hier nach Hause fahren. Und ja, habe ich Ihnen schon am Anfang gesagt, hier nochmal auf der Folie von Yip nochmal schön dargestellt, Supervised Learning und Unsupervised Learning. Das heißt, wenn Sie in einem Fall, ne, Sie Feature könnte, müssen Sie brauchen zwei kontinuierliche, Körpergröße und Alter sein und Sie wissen den Status, also das Label der Patienten. Also 1110000, das ist also sozusagen ihr Y. Also die Patienten haben hier alle Krebs, Y1, die sind alle gesund, Y0. Und sie spannen das, man nennt das mal so, spannen das im Feature Space auf. Ne? Das heißt,
der Patient zum Beispiel hier ist sehr jung und sehr leicht und der Patient hier ist sehr jung und sehr schwer, ne, wenn das hier das Alter und das das Gewicht ist. Und der Trick eigentlich in diesem ganzen Ding ist einfach hier sozusagen diese Separationslinie da irgendwie reinzukriegen. Denn wenn Sie einen neuen Patienten in den Feature Space droppen, dann landet der hier und weil der sozusagen links von dieser Linie ist, diese Linie ist sozusagen Ihr Prädiktionsmodell oder die Regressionslinie, wie immer Sie wollen, ist auf jeden Fall die Grenze. Alles links davon wird 1, alles rechts davon wird 0. Dann haben Sie dieses Fragezeichen 1. Und der Witz an der ganzen Geschichte, das heißt Supervised Learning, Machine Learning based on labeled examples and used to predict the labels of unlabeled examples. Das heißt, Sie trainieren das und schmeißen dann ungelabelte Testdaten rein. Sie können trotzdem von dem Fragezeichen das Label haben, um dann im Nachhinein zu gucken, ob das gut war oder schlecht. Das haben wir ja hier bei der Rockkurve gemacht. Unsupervised Learning, Machine Learning without requirement of labels. Das heißt, sie versuchen verzweifelt, irgendwelche Cluster zu bilden. Das heißt, sie sagen, die sind hier unten, gehören zusammen und die hier oben. Problem? Sie müssen meistens sagen, wie viele Cluster sie wollen. Das ist immer spannend. Weiß ich doch nicht, wie viele Cluster sie wollen. Ja, und dann gibt es noch Semi-Supervised Learning, da wissen Sie, was wissen Sie eigentlich nicht und bauen das zusammen. Also das sind nochmal, aber eigentlich müssen Sie für sich nur lernen, es gibt Supervised und Unsupervised. Einmal kennen Sie das Label, einmal kennen Sie das Label nicht. In den Titanic-Daten war es zum Beispiel so, wie Sie sich erinnern, einmal haben Sie die Spalte survived, da konnten Sie Supervised Learning machen und auf der anderen Mal im Testdatensatz, da kennen Sie die Survived-Spalte gar nicht, da müssten Sie Unsupervised Learning machen. Bei Google heißt das Labeled und Unlabeled. Ja, und wir wollen jetzt, das erzähle ich jetzt noch als Echo für nächste Woche und dann, glaube ich, gehen wir auch schon in den Landeanflug. Wir wollen uns drei Maschinen angucken. Wir machen nicht hier irgendwelche Netzwerke oder irgendwas anderes, das machen wir nicht. Also wir gucken uns die drei Basic-Maschinen an, Support-Vector-Maschinen, Get-Align-Through-Points, Random-Forest, Get-An-Ensemble of Decision-Trees und Car-Nearest-Neighbor, I-Do-What-My-Neighbor-Will-Do. Die gucken wir uns an als Prinzip, was das ist und den Rest, was Sie hier sehen, müssen Sie dann hier zum Beispiel Multiclass, Neural Nets, Training Neural Nets oder aber TensorFlow, was aktuell von Google der letzte heiße Scheiß, glaube ich, ist. Das ist ja auch in Ordnung, das ist ein super Ding, funktioniert sehr gut. Das müssen Sie sich dann nochmal selber angucken. Was da noch läuft, das sind alles so Echos darauf, weil wir gucken uns sozusagen die Standardverfahren hier nochmal an und gehen die durch und besprechen dann, das hatten wir schon, Data Features, Feature Selection. Feature Selection ist Variablenselektion, kennen Sie, erinnern Sie sich, Step AIC geht hier auch schon wieder los. Imbalanced Class Size, habe ich Ihnen schon gesagt, bei 0,1, wenn man da zu viel von dem einen hat. Missing Data geht nicht. Und Strong Correlated Features, also wenn Sie Größe und Gewicht hassen Sie. Da sitzen Sie natürlich jetzt auch schon wieder da und gucken, wie die Kuh das Schwein ins Uhrwerk oder die Kuh, wenn es donnert, weil dann sagen Sie doch, Moment mal, aber wenn ich diese Missing Data Problematik habe und diese Strong Correlated Features und Imbalanced Class Size, dann ist das doch gar nicht so, ich stecke meine Daten in einen Algorithmus, trete da dreimal gegen und dann kommt da ein Ergebnis raus. Nein, ist es nicht. Wenn Sie müssen trotzdem explorative Datenanalyse machen, Sie müssen sich anschauen, hier wegen Strong Correlated Features, müssen Sie sich WIF angucken, Missing Data, sind Sie wieder drin. Bei Mice müssen Sie importieren oder nicht importieren. Was heißt das eigentlich, wenn Sie Daten importieren? Was hat das eigentlich aus Auswirkungen auf die Korrelation? Und wenn Sie Imbalanced Class Size haben, Liebrecht, schreibt da noch was zu, können Sie mal reinlesen. Aber wir gucken mal nächste Woche, wie weit wir kommen in der Doppelstunde. Genau. Das ist das, was wir tun. Random Forest, kein Future Selection.
Support Vector Machine und Carnier Snapper kann das nicht. Carnier Snapper ist eher ein Cluster-Algorithmus. Ja, und das schauen wir uns nächste Woche an. Sie können sich die Folien, haben Sie schon auf dem Blackboard, dann können Sie sich natürlich schon vorher angucken, wie Sie möchten. Aber hier ist ein guter Break drin. Ja, also das Geheimnis von heute über Pooling. Es geht im Prinzip darum, nachher nächste Woche, wie man eben auch verschiedene Modelle poolt. Und ja, das sind so die Inhalte. Ja, na, das war ein Trip. Erst Meta-Analyse und dann auch noch Machine Learning. Wenn man das so ineinander weghört, denkt man vielleicht auch, ist nicht mehr ganz klar im Kopf. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir machen jetzt hier Pause. Sie können natürlich, wenn Sie das jetzt hier als Video gucken, natürlich gleich weiter gucken, denn dann geht das Machine Learning auch weiter und dann hopsen wir noch in frequentistische und bayesianische Statistik in der letzten anderthalb Stunden. Aber jetzt erstmal so weit, so gut. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.